Hallo Moni, vielen Dank für dieses Interview, dass du uns die Gelegenheit gibst, hier für Jetzt TV ein Interview zu machen. Wir treffen uns heute zum ersten Mal. Meine erste Frage ist: Was ist die Kernaussage der Lehre oder der Kerninhalt der Lehre von Moni oder dessen, was Moni als Wahrheit betrachtet? Ja, die Kernaussage ist die Stille zu sein und das in verschiedenen Formen der, sagen wir mal, Annäherung an das, was wir sind, oder der Erkenntnis dessen, was wir sind. Und das, was wir sind, ist ja die absolute Unbewegtheit, das eine, jenseits jeder Form und Formlosigkeit, in dem keinerlei Bewegung stattfindet, nichts entsteht, nichts geschieht. Und es ist wichtig, in uns selber diesen Aspekt zu sehen. Und dafür dann entsprechende Mittel, wie zum Beispiel die Stille oder die Zeugenqualität, zu nutzen. Also die Aspekte in uns, die sowieso schon still sind. Das ist der Kernpunkt, und natürlich wesentlich, dass wir alle das schon sind, was wir meinen, erreichen zu können, oder zu wollen, immer schon. Dass wir es nicht selten sehen, und selbst wenn wir es sehen, dann verzweifelter sind als vorher, weil wir vorher noch nicht wussten, wie gut es ist, was wir selber sind. Und danach ist es dann erstmal aus dem Blick verschwunden und dann bleibt nur noch diese gewöhnliche Ausdrucksform der Person, die ja verzweifelt immer genau das sucht, was jetzt nicht mehr da ist. Du hast eben erwähnt, die Zeugenqualität, mit der Zeugenqualität sich zu verbinden oder wie auch immer, ich habe das Wort jetzt vergessen. Und dann da, doch die Stille, die ist jenseits davon, du hast das getrennt. Das sind zwei Themen. Gibt es da einen Übergang oder ist das das Gleiche ungefähr? Oder wie sieht da die. Ja, gute Frage. Ja, sehr gute Frage. Also die beiden haben natürlich die Stille oder diese Unbewegtheit als Gemeinsames. Aber wenn wir von Stille sprechen, ist es ja auch etwas, was wir noch wahrnehmen. Also das, was wir sind, ist noch jenseits von Stille. Und deswegen ist Stille für mich ein Transportmittel oder etwas, was uns sehr schnell nahebringen kann, eine Idee vermitteln kann von dieser Unbewegtheit. Könnte man sagen, dass die Unbewegtheit das ist, was wahrnimmt? Die Unbewegtheit selbst ist nicht das, was wahrnimmt. Die kann nichts wahrnehmen. Aber die Zeugenqualität ist das Mittel, mit dem die Unbewegtheit scheinbar wahrnimmt. Sie selbst nimmt nichts wahr, außer sich selbst. Und das kann sie nicht, weil sie, ja, sie kann ja nicht als ein Objekt von sich selbst erscheinen, weil sie als einziges existiert. Also aus dem Grund müssen wir sagen, das, was wir sind, nimmt gar nichts wahr. Aber es scheint so, als hätte das, und das ist jetzt wieder ein Paradox, das, was gar nichts wahrnimmt, Mittel, um etwas wahrzunehmen. Denn außer dem, was wir sind, gibt es ja nichts. Also was ist dann das, was dann wahrnimmt? Ja? Das ist die große Frage. Wahrnehmung geschieht, aber es ist nichts an Qualität oder an Wesen da, was wirklich was wahrnimmt. Also ist dann schon jetzt da der Hinweis gegeben, dass im Grunde genommen das hier eine Täuschung sein muss, wenn es eigentlich nicht wahr sein kann. Was ist da die Täuschung? Ich meine, wir sitzen jetzt hier, hier sind zwei Körper, hier bewegt sich etwas, hier findet Sprechen statt, hier findet Hören statt, Augenzwinkern. Wo ist da Täuschung und was passiert denn hier eigentlich? Ja, nichts. Das ist die Täuschung, das, was passiert. Also alles, was du beschrieben hast, ja, ist die Täuschung. Also legt nahe, dass es etwas gibt, was anders ist als wir. Weshalb wir uns dann da drin verlieren müssen, weil es so aufregend ist. Weil alles, was sich bewegt, ist aufregender als das, was sich nicht bewegt. Und das Bewusstsein stürzt sich auf alles, was sich bewegt. Und verliert dann aus dem Blick, was diese Zeugenqualität oder dieses reine Schauen von dem, was geschieht, als Möglichkeit in uns eigentlich ist. Okay, jetzt ist aber doch, es geschieht doch etwas, es ist doch etwas hier. Ja, und das ist genau die Täuschung, denn weißt du, wenn du erkennst, wer du bist, siehst du ja, es gibt nur das eine und außer dir nichts. Und was kann dann das andere sein, was du in dem Moment, wo du erkennst, wer du bist, nicht siehst? Das kann nur eine Illusion sein, sonst ist das, was du da als dich selbst erkannt hast, nicht wirklich. Aber du erkennst, dass das das Einzige ist, was wirklich ist. Ja. Somit ist alles andere zwar da, ja, aber nicht wirklich, also nicht immer da. Es ist ja mal so und mal so. Also das, was diese Existenz hier auszeichnet, ist ja die ständige Veränderung.
also Bewegung, im Gegensatz zu der Nichtbewegung. Und wenn wir sagen, nur das, was ich bin, existiert, oder nur das eine gibt es und ich erkenne mich als das, dann muss ich sagen, alles andere ist nicht da, ist nicht wirklich da. Also scheint das, was wir dann als eine Form sehen, das zu sein, was ich wirklich bin. Das ist die Täuschung. Aber es ist nicht so, weil es ist nur das da, was ich bin, immer, überall, jenseits jeder Form. Und jede Form, die wir sehen, ist eine Täuschung. Und dadurch fallen wir in diese Falle darauf hinein, dass wir meinen, es gibt wirklich das, was wir sind, als eine Form. Also dann gibt es das Fenster, den Teppich, die Kamera hier und dich, die Formen, die Körper, all das gibt es auch als absolute, aus sich heraus oder für sich stehende Qualitäten. Und das heißt, dann gäbe es mehrere Absolute und die schließen sich gegenseitig aus. Weil wenn das Stativ, das ist, also Gott ist zum Beispiel, ja, alles andere auch, dann gibt es mehrere Götter. Also dann gibt es nicht das eine, was als Einziges existiert. Das ist die Täuschung. Wenn ich aber sage, Gott ist alles und Gott ist halt eben das, was ist. Ja, das ist eine andere Form, die es auch zum Teil als Religion gibt, wo man sagt, Gott ist alles und Gott ist auch in allem. Und aber dann ist natürlich der Gott in die Existenz gefallen. Also das, was göttlich ist, ist dann eine Form geworden. Und das, was jenseits jeder Form ist, kann niemals eine Form werden. Völlig unmöglich. Also das ist eines der wesentlichen Prinzipien auch von dem, was ich lehre, dass eine Natur sich nicht in eine andere Natur verwandeln kann. Also das, was jenseits jeder Form ist, kann niemals eine Form werden. Und das, was eine Form ist, kann niemals eine Nicht- oder Jenseits einer Form werden. Also die Natur einer Sache oder auch unserer Natur kann sich niemals verändern. Aus dem Grund muss, wenn man das weiß, das hier eine Täuschung sein. Dennoch ist es da. Das ist ja nicht bestritten. Nur, wo kommt es her und wo geht es hin? Das weiß keiner. Das ist nicht wahrnehmbar und auch kein Vorgang in dem Sinne. Also man kann nicht sagen, das, was wir sind, ist die Ursache von dem, was hier auftaucht. Kann man nicht. Ja, bei mir ist es halt so, ich bin vom Hintergrund her, ich habe irgendwann einmal Physik studiert, ja, und da sieht man recht schnell im Studium, schon im Grundstudium, dass es da so eine komische Gleichung gibt wie E gleich mc², die berühmte Einstein-Formel, und die schlägt vor, dass Raum, Zeit und Materie gekoppelt sind, ja, während die normale Intuition sagt, das sind drei unabhängige Dinge. Mhm. Und mir scheint das ganze Spiel doch im Wesentlichen auf so einem Wahrnehmungs- und Denkapparat aufzubauen, der mit Begriffen arbeitet, die die Realität nicht sauber wiedergeben. Also Raum macht keinen Sinn. Das Konzept Raum ist schon ganz weich und wackelig. Ja? Und dann überhaupt über konkrete Gegenstände zu sprechen, das sind nur Ideen sind das eigentlich, aber da ist nichts wirklich dahinter und doch bewegt sich da etwas. Ne? Ich kann dieses absolut Stille, was jenseits von Existenz ist, oder das, wovon du sprichst, das, was wir wirklich sind, ich brauche das gar nicht rauszunehmen aus dem ganzen Spiel, was da stattfindet. Geht ja auch gar nicht. Es ist ja als einziges da. Und doch nicht da. Ja, doch, es ist immer da, aber nicht als irgendeine Form und auch nicht als etwas, was du wahrnehmen kannst. Es ist also der Hintergrund zu allen Erscheinungen, kann man das so sagen vielleicht? Das ist das, was ich im Hintergrund hält und so klug ist, das zu tun, obwohl es niemanden gibt, der jetzt so klug sein könnte, aber so ist es, ja. Und das ist die Klugheit, die, wenn man sieht, wie klug das ist, sich auszuhalten aus allem, aus dieser Idee von den Ideen, das ist dann natürlich der Hinweis, was in uns möglich ist. Und das habe ich am Anfang auch versucht zu sagen. Darum geht es, dass man in sich diese Qualität sieht schon, auch auf anderen Ebenen, noch nicht als die absolute Verwirklichung, sondern schon allein in der Zeugenqualität, dass man sieht, dieses sich raushalten, also einfach nur zu sehen, was geschieht und nichts damit zu tun, ist schon ein ganz großer Grad an Möglichkeit zu erkennen, wer man ist und auch nicht sich als das Spiel zu sehen. Ja, ich denke, das ist ja gerade von der praktischen Anwendung her, ist da ja der Nutzen. Also anstatt, wie man es so normalerweise macht, auf einen Reiz dann sofort eine Reaktion oder eine Aktion einzuleiten, einfach mal innehalten und einen Moment, eine Pause einlegen und dann entkrampft sich vieles, zumindest erlebe ich das so. Ja. Ja. Und das darf man tun. Ja, was kann man nicht oder, tun? Also oder, ja, man kann...
Also man darf alles, also niemand verbietet uns ja irgendwas zu tun. Es gibt natürlich hier. Man glaubt ja, man wäre wer. Ja, das ist die nächste Frage dann. Ja. Okay, also ein kleiner Übergang. Man glaubt, du glaubst. Man kann glauben, man wäre wer. Das ist wieder eine Illusion. Also das ist dir klarer noch, als dass das eine Illusion ist, was sich hier zeigt? Also, dass du nicht wählen kannst, oder? Mir ist klar, dass dieses das so ein Ich, also als getrenntes Individuum oder ein Akteur, dass das eine Illusion ist. Das ist ein Gedankenkonstrukt, ein irgendwie gelernter Glauben oder eine Gewohnheit auch. Das ist eine Gewohnheit. Man ist gewöhnt, ja, ich muss irgendwas machen. Das ist ja das normale Gefühl, in dem wir aufwachsen oder in dem ich auch aufgewachsen bin. Aber das ist eine Illusion, dieses Ich, das ist bestenfalls eine Ansammlung von Gedanken. Also. Und die Frage ist dann, da du das ja weißt, wie lebst du das dann? Also wie findet das Ausdruck in deinem Leben? Das ist dann keine Bewertungen. Das gelingt? Weitgehend, ja. Also keine Bewertungen, keine Verurteilungen. Auch nicht von dir selbst. Da wird es schwierig. Ja? Genau. Ja? Das ist nämlich der persönliche Faktor. Weil nämlich da die Muster reinkommen, die da irgendwo als feste Programme hinterlegt sind, ja, von denen ich mal gehofft hatte, dass man die auflösen kann und loswerden kann. In der Zwischenzeit glaube ich es nicht mehr wirklich. Also die sind Teil der Geschichte und liegen als Strukturen dann sowieso da. Es ist nur die Frage, werden sie noch getriggert? Also können die noch gezogen werden, die Programme? Dass dann so Bewertungen stattfinden oder können sie in Ruhe da bleiben? Also, dass die ganz weggehen, das würde ich eher nicht denken intuitiv. Weil müssten sie ja können, weil sie ja doch daran gebunden sind, dass es ein Ich gibt. Und wenn du sagst, es gibt keins, oder für dich feststellst, es gibt keins, dann dürfte es ja kein Problem sein, das fallen zu lassen. Denn wer hält dann noch dran fest? Also das, was die Muster ja ausmacht, ist ja die Idee dann eines Ichs, das sich daran klammert und definiert. Okay, aber das ist ein interessanter Diskussionspunkt, den wir jetzt haben. Bei mir ist da immer so ein bisschen die Idee, das sind Dinge, die im Körper schon fast fest reinprogrammiert sind. Also so wie der Körper da ist, der bestimmte Eigenschaften hat, die gar nicht beeinflusst werden können, die aber nicht ich sind. Da ist nur ein Körper, der in dem anderen erscheint. Das will ich jetzt da nicht sagen, aber der Körper und Verstandesapparat, der hat bestimmte Eigenschaften, Programmierungen, und diese Eigenschaften, die bleiben erstmal bestehen, solange der Körper da ist oder das Gehirn oder was auch immer das ist. Ich weiß ja gar nicht, wovon ich rede hier, wenn ich ehrlich bin. Ja. Es scheint so zu sein, dass da Strukturen sind und die können angetriggert werden. Das sind diese berühmten Muster, wo es dann anstrengend wird, wo man unbewusst wird, wo automatisch Programme ablaufen, aber keiner ist, der da auch irgendwie was machen kann. Ja? Die scheinen da zu sein. Ich glaube nicht, dass die so weggehen. Ja? Woran kann man denn was machen, wenn du sagst, daran kann man nicht? Nirgendwo. Ja, das stimmt, das ist wahr. Dennoch geschieht Machen die ganze Zeit. Richtig, das fehlt halt. Ja? Und dennoch entsteht die Idee, dass, wenn Machen geschieht, ja, da jemand ist, der das auch macht. Ja. Das Machen, das diese Idee generiert, das nennt man dann Denken. Ja? Also, das ist so irgendwie, ja. Aber das Denken ist die Ursache dafür, dass man diese Idee haben kann. Ohne die gibt es keine Möglichkeit, dich zu denken oder sich auf etwas zu beziehen. Es ist immer das Ich. Ja. Na gut, okay. Wenn das jetzt so klar ist, dass wir das alles nicht sind und dass das alles doch in uns erscheint, sind wir schon fertig. Wenn man dann aber und dann auch noch sagen kann, ja, wenn das dann so wirklich klar ist, sich ausspielt, da finde ich wieder die Wörter nicht, dann ist die Frage, warum quält man sich dann auch so? Ja? Also es gibt ja viel Leiden und Quälereien, psychische Probleme, Tod und Teufel, wo Menschen, also Körper in große Not zu sein scheinen. Ja? Dann gibt es auf der anderen Seite diese Erleuchteten, die dann sagen, das ist ja alles easy und da ist keiner und da kann nie etwas geschehen. Warum gelingt es nicht, den Mainstream so zu denken? Was sind da die Hindernisse? Oder? Ja, das hast du selbst schon gesagt, weil in uns einfach bestimmte Prägungen angelegt sind, die uns zu bestimmten Verhaltensweisen zwingen, die automatisch ablaufen und wo auch keine persönliche Wahl besteht, aber es so aussieht, als würde immer eine getroffen, entsprechend der Prägungen, die sich in uns ausdrücken. Wenn
wenn das dann dieser, wie du sagst, Mainstream oder dieser, ich sag gerne Wind, der durchs Universum kommt und bestimmte Eigenschaften mit sich bringt, wenn der dann arrangieren würde, dass die Menschheit jetzt eine andere Bewusstheit hätte, ja, wenn das möglich wäre und in der Menschheit angelegt, dass es so sein könnte, dann könnte, wäre. Ja? Aber die Tatsache ist, es liegt an dem Einzelnen, der an sich nichts in dem Sinne ändern kann, als es dann nicht seine eigene Wahl ist. Das heißt, wir sind hier in einer Form als die absolute Bewusstheit, aber als Zeuge von Programmen, die automatisch ablaufen, so wie der eigene Mechanismus des Körpers, des Denkens, des Fühlens und so weiter auch ein Automatismus ist, der automatisch eben bestimmt in Bezug auf, weißt du ja dann gut als Physiker umzugehen, bestimmte Impulse eben damit umgeht. Und dann ist zwangsläufig eine bestimmte Folge davon, die Wirkung von der Ursache, die das in Gang gesetzt hat. Und was setzt es in Gang? Das, was wir sind. Also das ist das, was die Energie gibt, dass das alles hier scheinbar ist und nicht ist. Und ja, das System reagiert entsprechend aufgrund der Prägung und unsere Daseinsqualität als Mensch entwickelt sich einfach nur. Das heißt, die entfaltet sich, so wie sie angelegt ist. Das heißt, es gibt da keine Möglichkeiten von Spielraum. Es erscheint in uns die Möglichkeit, sich der Natur zu widmen oder nicht. Das ist alles angelegt. Also da gibt es keine Möglichkeiten, dass es anders sein kann. Von daher ist es die Antwort auf die Frage, warum gibt es keinen Mainstream? Der Mainstream ist nun mal der, dass eine größere Unbewusstheit da ist, die aber nichts macht, weil ja nur Bewusstheit existiert und dass der Bewusstheit selber nichts macht, weil die nichts davon weiß, dass hier scheinbare Unbewusstheit existiert in der absoluten Bewusstheit. Die absolute Bewusstheit weiß nichts davon, dass hier scheinbare Unbewusstheit ist. Ja. Das klingt für mich paradox. Ja, es gibt nur Bewusstheit, deswegen gibt es nur hier eine scheinbare Unbewusstheit. Also das heißt, jeder, der meint, er wäre jemand anders, muss sich das schon vormachen, dass er es ist, weil er im tiefen Grunde seines Seins immer das ist, was er ist, weshalb in jedem auch von uns der Wunsch auftauchen muss, glücklich zu sein, weil das der natürliche Ausdruck unserer Form ist, hier auch glücklich zu sein. Das weiß jeder, nur weiß nicht jeder wie. Und von daher gibt es nur Bewusstheit, und die sich aber als scheinbare Unbewusstheit zeigt. Deswegen dieser Begriff. Okay. Jetzt reist ein Muni hier durch die Lande mit dieser Lehre, mit diesem Sehen, ja, und es kommen Menschen, Muni zuzuhören, es kommen Menschen, die stellen Interviews und machen Filme. Was geschieht da? Was passiert hier in diesen Gesprächs- und Dialogprozessen? Da kommen die Menschen ja anscheinend mit einer Erwartung, der Muni, der weiß etwas, der hat etwas. Anscheinend wirkt dann auch irgendetwas von Muni, also ich habe da aus eigener Erfahrung, also so energetisch, da spüre ich da manchmal so ein bisschen, was passiert denn da eigentlich? Ja, also es gibt ja verschiedene Ebenen, auf denen oder von denen aus man das sehen kann. Auf der Ebene, wo wir das sind, was wir sind, passiert ja nichts. Und das ist so schön. Also man kann keinen Schaden anrichten, ja, letzten Endes. Und ja, wenn man weiß, dass alles einfach nur geschieht, wie es geschieht, dann kann man sich da reinfallen lassen in das Ereignis, dass sich das entfaltet, was zwischen zwei, sagen wir mal, du hast es jetzt so in Bezug gesetzt, auch mit deiner Gestik von dir zu mir oder zu jemand anderem, was passiert da? Da passiert dann das, was jetzt eben ansteht, an Möglichkeiten in Bezug auf eben uns beide. Nichts anderes. Also es entsteht nicht, ich wirke auf dich ein oder es kommt jemand und holt sich was von mir, sondern es ist ein Gesamtereignis von Begegnungen, die als Basis die Energie hat, die diesen Tanz macht, ja, die bestimmte Fragen stellt und bestimmte Antworten in bestimmter Form gibt, bestimmte Gesten mit sich bringt und verstehen oder nicht verstehen. Scheinbares Verstehen oder nicht verstehen. Scheinbares Verstehen oder nicht verstehen, ja. Mhm. Und in dem, ja, sieht es dann so aus, als könnten sich viele Dinge verändern. Tun sie auch. Ich meine, diese Existenz ist ja ständige Veränderung und mit jemand zu sein, der die Wahrheit kennt oder verwirklicht hat, ist einfach ein tiefer Eingriff in das System eines jeden, der dem begegnet, weil da diese absolute Klarheit von Spiegel, dem Gefühl eben noch jemand zu sein und Dingen hinterherzulaufen, die Unklarheit bewirken, einfach da diese Klarheit bewirken kann,
manchmal für einen ganz kurzen Moment, einen Bruchteil eines Momentes, in dem dann plötzlich diese ganzen Vorstellungen und Ideen und Prägungen nicht wirken und dann Klarheit ist, also gesehen wird. Dann wird gesehen, was wirklicher ist als das, was man meinte zu sein. Und das ist natürlich ein tiefer Einschnitt. Und da fällt so ein Schleier weg, ja, wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Also, so habe ich das empfunden. Ich brauche eine Pause. Moment. Ja, also du hast jetzt gerade eben, weil du jetzt nicht, ich sag mal einfach, finde kein anderes Wort, weiter wusstest, was an Fragen auftauchen könnte, ist die Kamera ausgemacht und mein Hinweis war dann, ja, das ist jetzt eigentlich ein Moment, in dem was anderes entstehen kann, also in dem was Neues entstehen kann. Und dann habe ich gesagt, wichtig ist auch das, und was im Satsang oft passiert, dass die Stille einfach wirkt. Also das, wo scheinbar nichts passiert, dann doch am meisten passiert. Das, was am stillsten ist, ist ja das, was das Wesentliche ist. Und wenn das Wesentliche wirkt, merkt man es nicht unbedingt. Aber es tut's. Also das wäre so ein Beispiel für, ja, für Stille üben. Ja? Stille üben. Oder geschehen lassen. Nicht, ne? Stille üben nicht, aber ja, wirken lassen. Nicht versuchen, die Stille mit irgendwas zu betäuben. Also da hat der Kameramann eben durch die Stille, da hat er das, was er am Anfang vorgeschlagen hat, einfach eben zwischen Reiz und Reaktion eine Pause einzulegen, dagegen hat er eben nicht, also dem hat er eben nicht entsprochen. Also hat er die Kamera ausgeschaltet. Er hat die Stille nicht ausgehalten. Ja? Vielleicht, ich weiß es nicht. Oder was es war. Ja? Was ist, ja, es kam ein Impuls und es kam eine Handlung. Ja, ja? Jetzt geht es irgendwie nicht weiter. Ja. Dann geht es normalerweise weiter. Weißt du, das sind die Momente, die kostbaren Momente im Leben auch der Menschen, die in Satsang kommen. Eigentlich kommen entweder die, die sagen, ich bin schon und der nächste Schritt. Aber es geht immer bei den anderen auch, die kommen und sagen, ich weiß nicht weiter, geht es immer darum, dass einfach jetzt ein Schub kommt oder es weitergeht. Und wenn man sagt, ich weiß nicht weiter, dann löst man sich von diesen ganzen Anhaftungen an das, was man immer wusste und was einen ja nicht weitergebracht hat. Und dann kann es weitergehen. Mhm. Ja. Also, aber auch nicht weitergehen, sondern dann geht es nirgendwo hin. Dann entsteht ein Raum, in dem Neues sich öffnen kann. Es scheint ein Raum zu sein. Also, das steht ja keiner, hast du ja vorhin selbst gesagt. Wir sind ja in die Sprache gezwungen. Das ist das Problem, was wir hier haben. Ne? Deshalb ist die Stille auch so schön, weil dann eben diese Scheinkonkretisierung wegfällt. Ja, ja, das ist so wesentlich, dass man in sich diese Ebenen kennt, die was anderes kennen, als das, was man meint, wissen zu müssen. Mhm. Das heißt, in den Satsang kommt man, um sich kennenzulernen, also wirklich kennenzulernen, jenseits dessen, was man meint zu kennen oder kennen zu müssen. Und das hat dann Wert. Also das ist das, was wir als wirklich bezeichnen. Also weg von der Täuschung, weg von der Idee zu existieren, denn wenn das alles eine Täuschung ist, dann muss man auf der höchsten Ebene der Wahrheit sagen, das alles existiert nicht und du auch nicht. Was nicht stimmt, das stimmt ja wieder nicht. Es gibt diese Form, die hier eine Rolle spielt. Ja, das gibt die Form, aber das bin nicht ich dann. Ne? So ist es. Wenn das erkannt wird, und jetzt komme ich gerne nochmal auf das Thema zurück, was du ansprachst in Bezug auf diesen Faktor, der, warum nicht alle jetzt sich dem öffnen können und das ausdrücken. Viele wissen von dem, was wir sagen hier, auch du. Du sagst ja auch, du glaubst nicht, dass du ein Ich bist. Dennoch musst du sicher immer wieder feststellen, dass du wie ein Ich reagierst oder denkst. Und sagst, hätte ich nicht, eigentlich weiß ich ja. Und das ist der Unterschied, dieser gravierende von dem Hören oder Kennen oder gehört haben zu der Erkenntnis selbst in dir. Also das, was du dann für dich weißt, das ist wertvoll. Und das ist im Satsang eine Möglichkeit, sich diesen Ebenen zu öffnen. Oder es geschieht einfach, indem erkannt wird, was vorher nur gewusst wurde. Und das ist ein gravierender Unterschied. Dann bist du das. Ja. Und aus dem heraus kannst du nicht mehr anders handeln. Mhm. Also, oder sagen wir mal so, kann Handlung einfach dann anders geschehen, weil da niemand mehr oder du nicht mehr daran festhältst. Ja?
Ja, das ist ja das Thema mit den Bewertungen und den Vorstellungen, wenn die keine Bedeutung mehr haben. Also als Beispiel jetzt, also muss man ein bisschen näher an dem Alltagsbewusstsein, sage ich mal, das ist schon eine ganz gigantische Erleichterung. Ne? Dann wird gesehen, dass eigentlich gar nichts gemacht werden muss, das ist das Nächste, was dann kommt. Ja? Und dann kommt, es geschieht. Ja? Ja, und dass du niemals was gemacht hast, ja, das kann eine große Freude sein, weil du weißt ja, du musst dann auch in Zukunft weiter nichts tun. Genau, das ist eine super. Das kann auch ein großer Schock sein. Ja, erstmal ist es ungewohnt. Weil du ja meinst, die Ebene nicht du kannst ist. Da nichts mehr verbessern an dir. Genau. Du kannst nichts mehr hinbiegen. Aber das braucht es auch nicht. Ja, das ist ja das Schöne. Ja. In der Erkenntnis davon sieht das nicht immer so aus. Also das ist nicht bei jedem so. Für viele ist das ein großer Schock, wenn sie sehen, sie haben ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Sie machen, aber sie fühlen sich dann als Sklave von etwas, was auch nicht der Fall ist, weil wir sind ja immer die Freiheit, die das einfach nur sieht. Aber man kann sich so fühlen. Ja. Also was bei mir noch so eine Sache ist, die Aufmerksamkeit, also wo ich sehr, sehr großen Wert drauf lege jetzt, das ist immer Wahrnehmung, ja, und ohne zu benennen, ja, und da heraus geschieht Handlung automatisch. Ja, das fühlt sich aber schon noch irgendwie so an, als ob man die Aufmerksamkeit auf eine Wahrnehmung legen könnte, ja. Ja, solange aber diese Idee da ist, ist es gut, diese lieber darauf zu legen als auf den Fernseher. Ja, klar. Ja. Oder auf die Welt, die in deinen Augen nicht in Ordnung ist. Ja, das ist Illusion. Also das ist wichtig. Dass da irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte, das ist Illusion. Ja. Und doch ist immer wieder das Gefühl, ja, es könnte ja irgendwie ein Problem geben. Also das kommt schon. Ja, das ist deswegen, weil da immer dieser Faktor ist, der sich an allem misst. Das ist diese Idee von Ich. Ist das bei Muni, kommt das nicht vor? Es kommt immer wieder mal vor, dass es Irritationen gibt, aber das ist kein Problem. Okay. Das hast du schön gesagt. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Es ist nicht gesagt, dass die Prägungen, die wir ausdrücken, dass sie immer bleiben. Aber es ist gut, nicht davon auszugehen, dass sie weggehen müssen. Genau. Also besser zu sehen, dass man das nicht ist, was da an Prägung auftaucht. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, den ich daraus lese, aus dem, was du in Bezug auf deine Wahrnehmung gesagt hast. Es ist wichtig, wo ist meine Wahrnehmung? Auch wenn wir jetzt sagen, wir können scheinbar nichts machen, wir machen aber die ganze Zeit. Und solange wir denken, dass wir jemand sind, der was macht, machen wir. Also müssen wir auch schauen, dass wir dann bewusster sind als unbewusst. Also wir sehen das als eine Qualitätsveränderung in uns. Dann ist die Frage, wo habe ich meine Aufmerksamkeit? Ja, am besten da, wo ich das bin, was ich bin. Wenn ich das als Idee kenne, als Möglichkeit kenne, dann sollte ich das machen. Weil das ist die Möglichkeit eben, dass uns, weil wir, da wo unsere Aufmerksamkeit ruht, unsere Bewusstheit ab ist und sich das auf uns wieder oder in uns widerspiegelt. Und mehr und mehr besteht die Möglichkeit, dann eben frei zu sein von den Dingen, an denen wir vorher angehaftet haben. Die Muster sind ja Anhaftungen. Genau, das ist hier so, dass ein Teil der Aufmerksamkeit, der scheint immer in der Ecke da zu sein, wo gewusst wird, es braucht nichts gemacht zu werden. Also es wird nur darauf gewartet, welcher Impuls kommt oder was geschieht als Nächstes. Das ist eigentlich die Zeugenqualität, von der du vorhin gesprochen hast. Das stimmt nicht. Das nicht? Nein, die Zeugenqualität, die hat keine Ungeduld, die hat die Ewigkeit der Zeit in sich als sich. Die wartet nicht darauf, dass irgendwas passiert. Ach so, das war jetzt Ungeduld, die rüberkam. Ja, okay, war gar nicht als Ungeduld gedacht. Ja. Okay, das, aber so hast du es ausgedrückt. Ja, so habe ich es ausgedrückt, über den Körper. Ja, da ist niemand da, der wartet. Also weder unsere Natur wartet auf, manche sagen ja, unsere Natur wartet auf uns, auch dass wir wieder zurückkommen und ihr davon berichten, wie toll es ist oder wie schrecklich hier als Mensch zu sein, weil ihr ja nichts davon weiß, die Arme. Okay. Und ist dann ungeduldig, dann zu erfahren, was da hier so Sache ist, ja. Oder was aus dem entstanden ist, was sich scheinbar gemacht hat hier als Schöpfung. Ja, aber das ist ja nicht stimmig. Und die Zeugenqualität ist natürlich nur dann Zeugenqualität, wenn da ein absolutes
sich raushalten geschieht oder ist. Und das ist immer. Also die Zeugenqualität ist ein Faktor, der wirklich immer ist, so wie Bewusstheit auch immer ist. Und die kann nicht sich einmischen. Wenn da die Tendenz gesehen wird, dass Einmischung geschieht, dann ist das Identifikation. Das ist schon eine Irritation. Dann hat das mit Zeugenqualität nichts mehr zu tun, sondern hat es mit den Zeugenaussagen zu tun, über die sich die Justiz gerne freut. Jeder hat eine andere Ansicht. Ja. Ja. Und das hat ja damit nichts zu tun. Ist ganz weich. Ich bin sicher, die Interviews machst du ja auch nur, damit du in dir das tiefst oder das klarer siehst oder vermutlich das erkennst, weshalb du die Fragen in dir hast. Ja, ich bin da reingekommen. Ne? Also ich habe diese vielen Satsang-Lehrer da auf dem Jetzt-TV gesehen. Hab gesehen, da ist eine riesen Plattform. Und habe da doch schon irgendwie so das Gefühl, dass das also äußerst nützlich ist. Ja. Und da habe ich angefangen, danach so Beiträge für den Devasetu zu machen, so Themenlisten und sowas. Und jetzt irgendwann war die Idee, ja, dann nimm doch mal die Kamera und fahr hin. Ja. Also, beziehungsweise Gaia ist mal zu mir gekommen, ne, und da habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und was ich also feststellen muss, das ist, dass ich da unheimlich viel kriege. Das habe ich gar nicht erwartet gehabt. Ich dachte, ich stelle mich hier in den Dienst, um die Plattform breiter zu bekommen, dann komme ich hierher und was ist das? Unwahrscheinlich. Ja, nur es ist so, dass du nichts bekommst. Ja. Ja, klar, aber das fühlt sich so an in der klassischen Betrachtung. Ja. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das ist irgendwie so wie von unsichtbarer Hand. Regt sich da etwas. Ja. So, das Gefühl. Ja. Was passiert bei dir, wenn solche Momente in der Stille sind oder in dem System oder wie auch immer? Oder wie würdest du das beschreiben, wenn man es überhaupt beschreiben kann? Ja, ich sehe, dass da eine Öffnung geschieht, eine gemeinsame Qualität sich entfaltet und die Schönheit zunimmt, die da ist. Und sich dann einfach Öffnungen mehr und mehr ergeben auf verschiedenen Ebenen. Ja. Schönheit einfach. Aber natürlich keine, die mit den Sinnen in Verbindung gebracht werden kann. Gibt es keine Worte, das ist. Ich weiß nicht, ich finde das schön. Also, ja. Ich habe also, bevor da solche Öffnungen waren, also über die wir jetzt hier in der Stille waren, habe ich mal eine Übung mit meiner Frau gemacht, einfach so spaßeshalber. Ich habe gesagt, komm, jetzt sitzen wir einfach mal so und schauen uns in die Augen. So wie wir beide das jetzt getan haben. Und da ist etwas Ähnliches passiert. Da entfaltet sich etwas.
da findet Kommunikation statt, die, oder ja, ich, Wissen entsteht da plötzlich. Ja, so würde ich das beschreiben. Ja, in dem sogenannten Moment gibt es diesen Moment auch nicht. Also viele sagen ja, es geht jetzt um diesen Moment, aber wenn das ist, dann ist noch nicht mal ein Moment. Und das ist jenseits von allem. Jenseits von allem. Ja, jenseits von allem. Genau. Der Verstand, der hat dafür nicht die Worte. Der Verstand scheint mir so jetzt als Physiker wieder. Ist gut für die Arbeit, Dinge konstruieren, rechnen, was weiß ich was alles. Ja, aber es gibt Ebenen, wo er einfach nicht hin kann. Und das ist jenseits von Philosophie. Also Philosophie, das ist schon wieder Verstand und Worte, aber was da geschieht in solchen Momenten, und das kann ja eigentlich jeder zu Hause in jedem Augenblick ausprobieren, einfach hinsetzen mit einem anderen Menschen und dann wird so was passieren, das würde ich wecken. Ja. Das wird aber nicht gemacht. Ja. Ja, aber das ist die Idee, dass es für alle anders sein kann, als es ist, die jetzt darauf spricht. Okay. Natürlich ist immer nur das möglich, was gerade geschieht und das ist immer wieder die Idee, ja, vor allem zu Anfang, wenn man so für sich erkennt, oh, es gibt da Öffnung in mir und ich brauche ja nur dies und jenes und die anderen bräuchten ja auch nur dies und jenes. Mhm. Und dann ging es mir ja dann besser. Also die anderen wäre gut, die würden das alles machen, was ich jetzt auch mache, dann geht es mir besser. Das ist die Idee, die dahinter steht. Das ist immer ich bezogen. Das ist eine Projektion. Ich, ja. Das ist der Wunsch, dass andere für uns das Leben regulieren sollen. Dabei ist es schon so gut reguliert. Okay. Das ist perfekt arrangiert. Niemand könnte das machen. Wenn es jemand gemacht hätte, wäre es. Ja, klar. Das stimmt. Es erscheint ja. Manchen, ja, je nach Blickwinkel, scheint es vielen ja fehlerhaft, aber es ist total perfekt. Und das kann man sehen, wenn es diesen Moment nicht gibt. Das heißt, also wenn es keine Zeit gibt, wenn man sieht, es gibt keine Zeit. Hm. Es gibt auch keinen Raum. Nichts findet in irgendwas, auch nur irgendwie irgendwo irgendwann statt. Dann kann man schon wieder mehr sich dem annähern, dass man sagt, das ist ja eine Täuschung. Mindestens eine Täuschung, wenn überhaupt da. Und die letzte höchste Wahrheit des Vedanta ist, oder des Advaita ist, dass nichts jemals entstanden ist. Niemals ist irgendwas entstanden. Ja, wie ist das zu verstehen? Ja, entstanden, klar. Also das war ja schon immer. Das ist ja das, was. Das gibt keine Zeit. Das ist für mich die äquivalente Aussage. Ja, irgendwas. Da kann auch nichts entstanden sein. Es kann genau, in der Zeit. Ja, aber ach so, ja. Ja, nur in der Zeit, in Zeit und Raum, sonst kann nichts entstanden. Die braucht ja diesen Faktor Zeit und Raum, der, wie du ja vorhin sagtest, zusammengehört. Das gehört zusammen und das ist. Wenn es die nicht gibt, gibt es keine Entstehung. Der Verstand, der tut so, als ob sowas wie Entstehung gibt. Das sind ja alles nur Verstandeskonstrukte. Ja, und ich sagte ja vorhin, es kann nicht sein, dass aus der absolut unbewegten Natur etwas entstehen kann, was bewegt ist. Und es kann nicht sein, dass das, was jenseits jeder Form ist, plötzlich eine Form wird. Also das, was der scheinbare Ursprung von all dem ist. Wir sprechen ja über die Wirklichkeit, über unsere Natur. Mhm. Also aus dem kann nichts entstanden sein. Und aus dem, was wir hier so sehen, kann auch nichts entstehen. Das ist ja schon entstanden. Also es kann nie was entstanden sein. Das sind alle. Ach so, das ist schon der Logik. Das ist schon der Logik, ja klar. Klare Schlussfolgerung aus dem. Das ist eine klare Schlussfolgerung, ja. Also wenn wir schon so dumm sind, zu sagen, es gibt keine Zeit, müssen wir die anderen Dummheiten auch machen, die sich da was ergeben. Mhm. Ja, und in der Praxis ist die Konsequenz dann eben was? Ja, was ist dann die Konsequenz daraus? Dass man das weiß, ist nichts entstanden. Dann stellt sich doch die Frage, gehe ich dem, was nicht oder scheinbar nicht hier ist, oder diese Täuschung ist, gebe ich dem dann noch wirklich Aufmerksamkeit? Macht das Sinn? Dahin, in das zu investieren, auch in die Person, die ja auch nur eine Täuschung ist. Also das rückt dann schon die Perspektive hin. Das rückt die Perspektive dann hin, ja. Woanders hin. Wo du dann sagst, es kann keine Bedeutung haben. Da mache ich es immer fest. Also ja. Der Begriff der Bedeutung, der ist da für mich so vom Alltagsgebrauch her, der. Wobei darin wieder immer dieses Wort der Deutung liegt, sodass man da wieder das versucht zu interpretieren, aber die Wichtigkeit, die es hat. Also wenn man erkennt, wie wesentlich das ist,
dass man weiß, wer man ist. Oder dass man, wenn man in Momenten, die du ja auch kennst, von besonderen Begegnungen, dann sieht, meine Güte, da ist ja doch in mir eine Qualität, die möchte ich immer haben. Das ist ja das, was alle wollen. Also daraus entsteht ja dann, wie immer, wenn man was sieht, was besser ist, der Wunsch, na gut, anders, aus dem heraus entsteht immer der Impuls, sich dem zu widmen. Ja. Selten taucht es in jemanden auf, der sein ganzes Leben damit Spiritualität nichts zu tun hatte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir beide hier sitzen, ja, irgendwo. Welcher Grund? Die Formen. Dass man das haben will, dass der Impuls dann entsteht, sich dem zu widmen. Ja, die Idee entsteht, dass du es haben könntest. Das ganz wichtig. Wir dann deswegen jetzt hier sind. Ja. Ja, die Idee entsteht, ja. Ja, man könnte sogar die Idee haben, dass wir jetzt hier sind. Genau. Was würde das mit uns machen? Das ist ein Problem. Ja, klar. In dem Moment, wo wir meinen, dass wir jetzt hier sind, dann ist nicht nur einer da, sind zwei. Sind zwei da, ja. Und dann ist schon aus, stehen die Zweifel. Ja, ist schon aus. Dann ist also es ist gut zu wissen, man ist gar nicht hier, auch wenn es so aussieht. Da ist eine Form. Ne? Das sind scheinbare Formen. Ja? Das sind scheinen Erscheinungen zu sein. Da scheint irgendetwas wahrzunehmen, oder scheint irgendetwas etwas anderes zu sehen. Dabei ist es, kann es, wenn überhaupt, immer nur dasselbe sein. Wenn was nimmt wahr. Das haben wir ja vorhin gesagt. Genau. Was nimmt wirklich wahr? Das, was einfach immer Bewusstheit ist, bedient sich dieser Mittel scheinbar. Und kriegt nichts davon mit. Das ist für viele überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber so ist es nun mal. Ja, und das ist der Job im Satsang, einfach die Konzepte zu zerstören. Zu zerstören, ja. Davon, ja. Und damit dann das, was wirklich ist, leben kann. Alles, also, dass das Raum bekommt. Alles wegnehmen, was nur scheinbar ist. Ja. Also wir können sagen, alles, das sozusagen scheinbar wegnehmen, was scheinbar da ist. Genau, ja. Bei jemandem, der in dem jetzt diese Möglichkeit besteht, dass das jetzt wegfällt. Ja. Mehr ist nicht. Genau. Dann geschieht natürlich, da ist dann jemand, der das irgendwie kann oder auch nicht. Ja. Wenn es ansteht, kann es jemand. Ist immer dann jemand da, der es kann. Ja. Wenn es nicht ansteht, wenn es nicht möglich ist, ist auch niemand da, der es könnte. Selbst wenn sowieso niemand da ist, aber dann ist auch niemand scheinbar da, der es könnte. Da muss man mehrfach ablaufen lassen, die Zeitlupe. Diese Sequenz, ne? Das ist eine ganz andere Denke als die normale Alltagsdenke. Weil es kein Denken ist. Die Worte, das ist. Das ist kein Denken, das ist einfach nur, das sind einfach nur Erkenntnisfetzen, die. So Zeiger dahin, ja. Die hier in den Raum durchströmen.
gibt somit nichts Wichtigeres als das, was wir jenseits all dessen hier sind. Sich dieser Qualität zu öffnen oder bewusst zu sein, was ja dasselbe ist. Immer wieder auch, wenn man weiß, man kann nichts machen, solange man das ja nur weiß, macht man sowieso die ganze Zeit alles Mögliche. Und dann ist es klug, es daran zu investieren. Und wenn dann klar ist, dass man das ist, was man ist, dann, das heißt dann, die Aufmerksamkeit immer da ist, in dem, was man ist, oder auf das, oder als das, in das scheinbar, ja, dann ist klar, dann muss nichts getan werden, dann muss niemand was tun. Und dann ist auch die Idee natürlich nicht mehr da, dass da jemand ist, der da wirklich was tut oder was tun könnte. Und natürlich auch möglichst nicht sollte, denn wenn dann was getan werden könnte, würde das bedeuten, dass möglicherweise vielleicht die Aufmerksamkeit wieder von dem weggezogen wird, wo man scheinbar ist immer. Ja, es ist ja im Grunde genommen, das ist dann wirklich der Erdungspunkt, der Fixpunkt, wo die absolute Ruhe ist. Und der freie Wille ist eine Illusion, und die, interessanterweise scheinen die Gehirnforscher das ja im Augenblick auch zu bestätigen. Ja, das ist sowas wie ein freien Willen, dass überhaupt was getan werden könnte, dass das schon physiologisch wohl sehr wackelig ist alles. Ja. Ja, das ist wahr. Das haut alles zusammen. Ja. Ich meine, früher haben die Menschen geglaubt, dass die Erde eine Scheibe sei. Ja. Das ist auch ein Blödsinn. Dann wurden Menschen umgebracht, weil sie behauptet haben, die Erde dreht sich um die Sonne. Und so wird eine Schale nach der anderen von der Illusion, kann das sich lösen. Oder auch nicht. Oder eher nicht, denn es ist einfach für die meisten Menschen, die sich nicht für sich selbst, für ihre Natur interessieren, nachzuvollziehen, dass die Scheibe jetzt doch nicht eine Scheibe ist, sondern Erde ruht. Aber nachzuvollziehen, worüber wir sprechen, ist doch was anderes. Also dass es gar keine Wahl gibt. Auch wenn die Wissenschaft sagt, wir denken nicht wirklich, sondern Denken geschieht, und danach kommt erst diese Idee in uns auf, dass wir das für uns reklamieren als Gedanken, den wir haben. Selbst wenn die Wissenschaft das weiß, zieht sie ja nicht die Schlüsse daraus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die Professoren, die das rausgefunden haben, jetzt ausnahmslos ständig ihrer Natur widmen als Konsequenz daraus, was ja sinnvoll wäre. Und viele, die das wissen und lesen, sich dem auch nicht widmen, weil in ihnen diese Öffnung. Die sind nicht da, die Öffnung. Dafür nicht ist. Und darum geht es. Deswegen ist die Menschheit an dem Punkt, wo sie gerade ist. Und die scheinbare Welt, die ja aus Menschen besteht, ist eben so. Und es wird auch nicht gehen, sie zu versuchen, von außen zu verändern, weil das immer bedingt, dass man jemanden zwingt zu etwas, wozu er nicht bereit ist. Und das ist wie ein Gummi, was man spannt. Das muss dann zurückschnellen, wenn es losgelassen wird. Und alles wird irgendwann mal losgelassen. Und dann sehen wir ja die ganzen Revolutionen, die hier stattgefunden haben, mit dem Wunsch, was zu verbessern, haben bezeugt, dass die Revolution inszeniert haben, sich dann derselben Mittel bedient haben, wie die Macht eben arbeiten, die sie dann aus moralischen Gründen haben stürzen wollen. Und von daher, wirkliche Veränderungen geschehen nur, wenn das von innen heraus geschieht. Und das ist das Schöne. Und was das für eine Kraft dann hat auch. Das fühlt sich ganz anders an, als alles Äußere. Ja, weil das dann auch nicht auf Widerstand stößt. Ja, das ist dann voll mit dem Fluss. Ja, das ist... Das Lernen ist gut, ja, aber... Da braucht es auch ein bisschen Entlernen an der Stelle. Ja, braucht ist wieder die Idee, dass es da was braucht. Ja. Wir können nicht anders, du bist immer, kannst alles wissen. Immer wieder in die Sprache fällst du rein. Ja. Und dann die Sprache ist ja nur der Ausdruck dafür, für das, was in dir ist und als in Impulsen wirkt. Und da sieht man selbst die Kenntnis über die vertragtesten Dinge, und zu meinen, man hat das mit dem Intellekt durchschaut, wirkt in der Praxis nicht. Wirkt nicht. Was wirkt, ist immer die Erkenntnis. Und das ist das Entscheidende auch in Bezug auf unsere Natur, dass eben wichtig ist, zu erkennen, wer man ist. Also das nicht zu machen. Auf der Ebene von eben zu denken, ich bin jemand, ist ja die Enttäuschung darüber, dass man nichts machen kann, nur die, dass man eben meint, man kann nichts mehr machen jetzt. Ja. Wodurch man sich vorher definiert hat und hat versucht, dann so gut zu werden, dass man von Gott geliebt wird oder zumindest von den Eltern oder seinen Partnern oder von seinen Kindern oder seinem Hund.
wem auch immer. Es gibt da so viele Ebenen. Aber klar zu sehen, dass das Verbessern der Person nicht Zufriedenheit bringt, das ist ganz wesentlich. Hm. Weil dass man sieht, durch das Verbessern wollen oder machen wollen oder verändern wollen, wird das nie besser. Das Nebenkriegsschauplatz, es macht unheimlich viel Lärm und strengt an und kann es nicht berühren. Ja. Deswegen ist die Erkenntnis so wichtig, weil nur die eben transportiert und uns das in uns erkennen lässt, was wir immer schon wissen. Und dann leben wir es. Nur dann. Und dann haben die Muster keine Chance. Ja. Und das stimmt. Und den Punkt. Sie können da sein, es kann Irritationen geben, aber die Irritation ist ein Hinweis, dass die Aufmerksamkeit gewackelt hat, also wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ich habe da keine Worte mehr. Wie würdest du das ausdrücken sprachlich? Ne? Ja, wenn du... Die Irritation, was geschieht, wenn eine Irritation ist? Nichts, ja. Das gesehen wird, dass da ja, etwas ist, was irritiert oder irritieren könnte im Außen. Das ist ein Unterschied natürlich von dem, was außen passiert und dich gar nicht berührt oder auch von außen kommt. Oder ob in dir innen noch eine Irritation ist. Also wenn du natürlich davon sprichst, dass innen Irritationen sind, dann ist es klar, dann ist es ein dich mit der Aufmerksamkeit wegziehen von dem. Ich hatte ja vorhin dich gefragt, ob bei dem Muni, ob da noch Muster laufen. Da hattest du gesagt, ne, ab und zu mal Irritationen. Ne? Das meinte ich. Ne? Ja, das ist dann immer ein leichtes eben davon. Ja. Ja, mal kurz und dann. Ja, genau. Ja. Mhm. Da sind die Mechanismen noch da, dass diese Irritation geschehen ist. Ja, es passiert einfach. Weißt du, wenn du dann nicht mehr darauf reagierst, ist diese Irritation da. Ja. Aber du reagierst nicht mehr darauf. Also, ja. Selbst wenn eine Reaktion kommt, selbst wenn du dann was sagst oder dann scheinbar Ärger da ist, du bist nicht ärgerlich. Also du drückst das aus, weil das System es drückt, muss es ausdrücken. Es kann nicht anders sein. Mhm. Weil das geht immer weiter, aber deine Aufmerksamkeit ist eben nicht total da. Das heißt, du dann meinst, das ist jetzt deins, das taucht auf und es muss sein, und es geht nicht anders, aber du weißt, du bist das dann nicht. Hm. Ist das dann noch anstrengend? Ja, bei der Irritation kann es sein. Ah, das ist nicht anstrengend. Okay, da keine Energie mehr drin, sage ich dazu. Ja. Das ist das Verblüffende. Angestrengt kannst du dich schon fühlen, wenn du mal ein paar Nächte durchgearbeitet hast oder viel machst. Das ist klar, das passiert weiterhin. Ja, aber in so. Aber das ist dann nicht anstrengend. Ja, in so Konflikt, oder Beispiel, fährt einer blöd mit dem Auto vor dir her und da gab es ja manchmal, da kann man lospoltern und machen und tun. Und das gab es hier bei Reinhold natürlich auch. Ja. Und in der Zwischenzeit ist das alles, naja, poltert manchmal, aber lacht dann schon drüber, weil das ist nur gespiegelt, ja, im Grunde genommen. Das sieht mir so aus, als ob da Ärger wäre. Ja, also vieles taucht nach wie vor auf. Wie gesagt, das sind diese scheinbaren Irritationen. Ja. Aber wenn du damit nicht mehr identifiziert bist, das ist kein Problem. Ja. Ja. Dennoch ist es so, dass die nach und nach immer weniger werden. Ja. Die werden einfach ausgedünnt, weil deine Aufmerksamkeit nicht da ist. Mhm. Und inwieweit jetzt die einzelnen Aspekte dann wegfallen, ist eine Frage dessen. Also meine wegfallen kann ja nur das, was vorher nicht aufgelöst war. Und was danach dann noch da ist, ist die Frage, ob sie es einfach erlöst oder nicht. Mhm. Ja, so wie es vorher auch die Frage war, ob sie überhaupt irgendwas erlöst. Das stimmt, das ist ja so ein Kontinuum. Ne? Ja, klar. Aber wichtig ist immer, was muss ich erlösen, wenn du weißt, wer du bist? Okay. Das ist. Also darum geht es im Wesentlichen, also das im Fokus zu haben. Ja, das ist im Fokus. Und zu wissen, man fällt immer wieder rein in die Grube, die man sich selber trägt, krabbeln muss. Ja. Und man krabbelt dann wieder aus und dann fällt man wieder rein. So geht's. Also wie viele immer wieder sagen, ich habe so tolle Erfahrungen gemacht oder war für viele Wochen oder Monate schon in einem guten Space und jetzt ist das Drama da. Das gehört dazu, weil wenn wir uns dem öffnen oder immer wieder widmen, was jenseits der Zeit ist,
dann läuft unser biografisches Leben in dieser Erfahrung von dem, was auftaucht, rückwärts. Also in dem Erlösen der Schichten in uns läuft das rückwärts, sodass man dann immer an heftigere, intensivere Aspekte von sich selbst als Prägung kommt und dann der Meinung sein kann, dass sich gar nichts bewegt oder sich nichts erlöst oder aufgelöst hat. Tatsache ist, dass eben immer mehr die tieferen, weiter zurückliegenden Aspekte auftauchen und sich bemerkbar machen, um zu verschwinden, wenn man es dann nicht dran hindert. Dran hindern heißt, sich damit zu identifizieren. Dann ist aus. Beziehungsweise sie nicht haben zu wollen. Sie unbedingt haben zu wollen. Das sind genauso Aspekte, die uns an unserem Sein hindern, wie die unangenehmen. Mir scheint das also ein bisschen so eine Gratwanderung. Ja? Auf der einen Seite nicht haben wollen, auf der anderen Seite aber auch haben wollen. Also das ist ein bisschen von beidem und nichts von beidem. Also wenn wir in diesen Öffnungsraum da reingehen, wo wir vorhin waren, wo einfach dieser Blickkontakt da war und diese Öffnung geschehen konnten, da war ja alles erlaubt erstmal. Ja. Es wurde aber auch nichts gewollt. Ja. Und da passiert dann irgendwas. Ja. Von daher ist auch nicht alles erlaubt, weil dann kein Aspekt da ist, der etwas erlauben könnte. Es war möglich, es war einfach offen. Ja. Was ich immer sehe, das ist, um Muster aufzulösen, da werden ja teilweise Traumaarbeit gemacht und Psychoanalyse und da wird da reingebohrt in den Dingen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist da an der Stelle oder der günstigste Weg. Doch, ist immer der günstigste, der gerade passiert. Okay, in dem Sinn ja, natürlich. Gut. Es gibt keinen anderen. Ja. Nein, der ist zwangsläufig so. Macht es Sinn, oder ist es günstig, über das Erwachen zu sprechen, wie das geschehen kann? Oder über konkrete Geschichten, zum Beispiel wie Muni erwacht ist? Was ist da? Macht das Sinn? Das mag genauso viel Sinn, wie etwas Wasser zu trinken, letzten Endes. Ja. Das, was zu dem sogenannten Erwachen führt, ist ja nicht wirklich greifbar. Weil wir denken ja immer, der oder die hatte eine Geschichte und wenn ich die kenne, dann weiß ich, wie ich es machen kann. Das ist eine große Falle. Das ist auch ein Anreiz natürlich zu hören, dass was möglich ist und kann einen wirklich dazu animieren, zu sagen, oh, das möchte ich auch. Aber es kann auch eine große Falle sein. Also wir meinen immer, wir wüssten genau, was wir tun müssen, um aufzuwachen. Manche sagen, wir wissen es überhaupt nicht, aber einige meinen, sie müssten es genau wissen, aber das, was wirklich nachher eine Ursache ist dafür, ist, wie bei allem anderen auch, was passiert, eben genau wie ein Glas Wasser trinken. Es passiert, was passiert. Und wenn das möglich ist in uns und dieser sogenannte Zeitpunkt, wir sind ja in der scheinbaren Zeit, kommt, dann sind alle Umstände dazu. Dazu da, um daher genau das zu bewirken. Und natürlich, man kann sagen, also Muni selbst ist nie erwacht. Erwachen geschieht einfach. Also Erwachen selbst ist eine unpersönliche Geschichte, Angelegenheit, in der wirklich erkannt wird, dass die Person ja nicht wirklich existiert. Und nur das eine, das ist, was ist und dass du das dann bist. Und dann ist natürlich vorbei mit der Idee, das glauben zu können. Dass es persönlich ist. Also deswegen müssten wir sagen, in Wirklichkeit ist noch nie jemand erwacht und es kann auch niemand erwachen. Aber die Idee von Erwachen ist da und Erkenntnis von sich selbst geschieht, ohne Frage. Die ist absolut natürlich, abgesehen davon, immer da. Aber im Hintergrund. Klar. Und in diesem sogenannten scheinbaren Erwachen kommt sie in den Vordergrund. Und dann hat das plötzlich Gewicht und zieht deine Aufmerksamkeit. Also es ist ein einfacher Vorgang, das sich entfaltet, so wie sich unser Leben so oder so entfaltet, in Freude oder Leid, je nachdem. Also es macht natürlich alles andere auch. Und natürlich ist es spannender, über Freiheit und Erwachen zu sprechen, als über alltägliche Dinge. Und ich habe so manchmal den Eindruck, das ist hier das Gefühl, so, wenn man die eigenen Erfahrungen berichtet,
dann impliziert das bei dem Zuhörer, dass so muss das laufen. Und das engt den Möglichkeitshorizont ein, irgendwie, so fühlt sich das an. Das ist so. Das stimmt. Also wenn du so bewusst bist, dass du das nicht persönlich nimmst, also dass du auch siehst, dass es keine persönliche Geschichte ist, die du jetzt dann nachempfinden kannst oder nachleben kannst, weil das, was wir als Ausdruck sind, ist immer einzigartig und da muss auch die Erkenntnis unserer Natur einzigartig sein und ist auch. Also es macht keinen Sinn. Mehr Sinn macht, wenn überhaupt was, dann sich den Qualitäten, die in uns selbst sind, zu öffnen. Also eben dieses Nichtwissen sich zu begeben, weil aus der persönlichen Perspektive kann niemand wissen, was in ihm angelegt und sich irgendwann ausdrücken wird. Aber man kann sich dem öffnen. Aber auch das ist schon ein Ausdruck von Entgrenzung, dass man die Idee hat, überhaupt das tun zu können und dem zu vertrauen, dass man sich in das Unbegrenzte, Unbekannte öffnet, was man selber ist. Ja, das ist diese Ich-Dynamik, die muss im Grunde genommen die Sprache, dieses scheinbare Ich, um zu erwachen, muss ich selbst als Illusion durchschauen. Scheint so. Also, kann aber nicht. Deswegen auch der Hinweis, dass man auf dieser Ebene der Idee von Personen nicht frei werden kann. Ja. Und da es nicht Sinn macht, da zu viel zu investieren. Ja, nur wenn die Person gar nicht funktioniert, dann muss man Therapie und alles machen. Ja. Aber wenn nicht, dann besser nicht. Und dann heißt, es ist aber doch die Idee von der Person da. Ich weiß nicht mal, wie ich die Frage stellen soll. Da ist die Idee von der Person da und da ist die Idee vom Erwachen da. Und dann gibt es Beispiele, wo so Erwachensgeschichten passiert sind. Und dann ist eine Person da, die erwachen will, weil sie die Wahrheit will. Die will nicht erwachen, das ist nur eine Idee. Also das ist nur eine Idee, dass eine Person erwachen will. Also das, was in dem Mechanismus oder in dem Werkzeug dessen, was dieses Körpersystem hier ist, geschieht, ist, dass die Bewusstheit sich enthüllt. Also es ist niemals so, dass eine Idee von einer Idee, also einer Person, auf die Idee kommen könnte, von sich selbst frei sein zu wollen und sich selbst als Illusion zu durchschauen. Eine Illusion kann sich nicht als Illusion zu durchschauen. Als Illusion durchschauen, ist unmöglich. Also dafür braucht es Bewusstheit. Oder Bewusstsein. Ja. Und also auf den Ebenen jenseits der Person, da ist natürlich immer diese Präsenz, die dann irgendwann, wenn sich die Aspekte in uns, die wir Muster oder Prägungen nennen, wenn die sich mehr und mehr gelöst haben, einfach dadurch, weil das eben ansteht, was gerade ist, dann kommt immer wieder auf dasselbe zurück. Immer wieder rum. Dann besteht die Möglichkeit, dass sich da die Bewusstheit als sich selbst mehr und mehr erkennt. Das ist dieser scheinbare Impuls, in diesem scheinbaren Ich frei werden zu wollen. Diese sogenannte Idee vom Ich kann und will nicht frei werden. Sie will nicht frei werden. Auch wenn wir immer sagen, ich will frei werden. Nein, das ist die Bewusstheit, die sieht, dass da Unfreiheit ist und dann Freiheit der Unfreiheit vorzieht. Oder Bewusstheit dem Unbewussten. Oder das Erkennen der Unwissenheit. Das ist das, was passiert. Kein Ich wird jemals frei und will es auch nicht, denn es müsste ja die Ideen von sich selber definiert aufgeben, also sagen, ich will jetzt sterben. Wir sagen das zwar, ich würde gern sterben jetzt, aber die Bereitschaft dazu ist ja gar nicht da. Wenn es dann zu dem Moment kommt, wo es scheinbar möglich ist, also an diesem Abgrund, wo man sieht, oh, wenn ich da jetzt hin könnte, was niemand kann, dann wäre ich ja tot, aber das will ich nicht. Also bleibe ich lieber hier. Aber auch hier bleiben kann man nicht, wenn es ansteht, dass das Springen geschieht oder Fallen,
dann geschieht auch das. Ja, jetzt. Jetzt haben wir alles schön und klar gemacht. Genau, also das ist ja das Beste. Wenn die Verwirrung vertan ist, dann kann es neue Betrachtungsweisen geben. Mhm. Dieses Aufmerksamkeit auf der wahren Natur halten. Ne? Also was ist denn das eigentlich? Was passiert denn da? Ja, das wie alles andere auch, so wie Wasser den Berg runterrinnt, ja, so geschieht eben dann die Aufmerksamkeit auf die eigene Natur. Also der Impuls taucht auf und dann ist das Interesse daran größer als an anderem. Und ja, dann geschieht das. Und was dann geschieht, ist natürlich die Identifikation mit dem, worauf sich Aufmerksamkeit richtet. Und je mehr bewusst diese Aufmerksamkeit ist, also je freier von irgendwelchen Anhaftungsmöglichkeiten an das, was unbewusst ist, geschieht natürlich ein das Werden oder identisch, mehr identisch werden mit dem, was man sieht. Also wenn dann die Aufmerksamkeit auf Bewusstheit ist, dann ist das, was ja, dieser Aspekt, der noch nicht die Bewusstheit ist, aber sich darauf ausrichtet, wird mehr zu der Bewusstheit. Der identifiziert sich dann damit. Ne? Die Identifikation, die wird praktisch gewechselt. Ne? Genau. Das ist eine schöne Art, das auszudrücken. Ne? Das habe ich so noch nicht gehört. Aber das ist dann wird es durchgängig. Ne? Man sagt, erst identifiziert sich das mit irgendwelchen Ideen vielleicht. Und die Identifikation, die wandert dann in Richtung der wahren Natur. Ja, ja, wenn eben die Aspekte in uns das ermöglichen, also, dass die sich zum Teil aufgelöst oder verändert haben. Mhm. Ja. Jetzt haben wir so getan, als könnten wir über das sprechen, über das man nicht sprechen kann. Genau. Über das man nichts wissen kann. Ja. Soweit es eben über diese Bewusstheit, die jetzt hier ist, einfach möglich ist. Ja. Ist denn, nachdem wir das jetzt gesagt haben, der Wunsch in dir noch da oder überhaupt da, erwachen zu wollen oder frei werden zu wollen? Weil du ja weißt, du wirst gar nicht erwachen. Willst du dann noch erwachen? Nein. Willst du jetzt dann irgendwas in etwas investieren, was dir keinen Vorteil bringt? Es bringt dir ja keinen. Stimmt. Aber trotzdem willst du es weiterhin. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert. Ja. Ja. Also das ist das, was hier jetzt passiert. Ich weiß nicht, warum ich hier sitze. Das ist gut. Ich weiß das nicht. Ja. Mhm. Das ist halt passiert. Das ist geschehen. Vor 6 Wochen hätte ich das noch für unmöglich gehalten. Also war nicht die Möglichkeitsraum. Mhm. Das ist trotzdem, sitze ich hier. Ne? Ja, so geht es mir auch. Ja. Die ganze Zeit. Automatik, ne? Ja, gepaart mit Bewusstheit. Das ist nicht schlecht. Also das ist dieser Aspekt, das ist wichtig nochmal zu sagen. Weil viele ja denken, ich bin dann ein Zombie, wenn ich keine Wahl habe. Ja. Aber den Automatismus zu sehen, in dieser Schönheit dieser komplexen Arrangements, ja. Das ist dieser Automatismus, dessen das alles so abläuft, wie es abläuft, aber gepaart mit Bewusstheit. Das war der Automatismus, der gerade abgelaufen ist. Das Universum klatscht. Ja? Das innere Hab und Gut, die ganzen Muster sind abgefallen. Ja. So weit der Automatismus. Ja, genau. Warst du irritiert? Ich habe nur gewundert, dachte, oh, das ist ja interessant. Schien ganz natürlich zu laufen, das Ding. Ne? Wie alles. Ja, das ist dann das Wunder des Lebens und nicht mehr die Wunde. Des ja. Lebens. Das ja. liegt so nah beieinander, ja. ein Buchstabe. Ja. Ja. Da sieht man diese Schönheit. Und das will man zeigen. Und dann ist schon wieder einer da, der was zeigen will. Das Ding hat sich. Ja.
Man sieht die Schönheit ja gar nicht. Ja. Wer will wem was zeigen, weißt du? Ja, genau. Ja, klar. Von was, um das sagen zu können, musst du schon wieder diesen, sagen wir mal jetzt Raum, wie wir es vorhin genannt haben, musst du den schon wieder verlassen. Richtig, es ist sofort alles zusammengebracht. Das heißt, in dem Moment ja, geschieht dieses Angezogensein von dem, was man nicht ist. Sofort alles zusammengebrochen, ist drin. Ja, das ist so. Ja. Und das ist so, wie Einschlafen nicht möglich ist, wahrzunehmen, dass Einschlafen geschieht. Ja, ja, das ist auch so. Ja. Genau, ja. Und so ist dieses Hinziehen in diese Muster genau dasselbe. Und daran kann man so wunderschön an diesen Beispielen sehen, wie wenig wir da machen. Mhm. Ja, aber meinen, dass wir das alles machen und das, was wir noch kontrollieren müssen. Ja. Dass wir so und so lang schlafen und dass wir nach 4 Stunden aufgewacht sind und nicht mehr am Schlafen können, was aber nicht stimmt, weil wir hätten eigentlich 8 Stunden schlafen müssen. Aber Tatsache ist, 4 Stunden Schlaf war genug, sonst wäre Aufwachen nicht besser. Genau, ja. Also so geschieht alles und auf der anderen Seite machen wir uns eben unglaublich viel Gedanken darüber. Ja. Das ist die verblüffende Aussage. Das ist ein Mysterium trotzdem, oder irgendwie. Das ist das Gute, wenn es das nicht bleibt. Es ist ein Mysterium. Dann ist es greifbar, weißt du? Es muss ein Mysterium sein. Sonst wäre es möglich, dass das Denken auch das noch greift. Weil er alles begreifen, also im Griff bekommen und besitzen will. Und dann, so würde es das, was nicht greifbar ist und nicht besitzt werden kann, auch besitzen. Und dann gäbe es ewig. Kann nicht sein. Ewig Leid. Ja. Das gibt es zum Glück nicht. Ja. Also es muss ein Mysterium sein. Mhm. Und das heißt, wenn man das weiß, versucht man auch bestimmte Dinge nicht mehr zu ergründen, wie zum Beispiel, warum ist das Universum entstanden? Und ja, also solche Dinge. Darüber nachdenken noch. Das macht keinen Sinn, die Frage. Es ist einfach klar, es ist ein Mysterium und bleibt ein Mysterium. Gehst so weit, wie du kannst mit der Sprache. Also das haben wir jetzt wirklich versucht. Also, vielleicht kannst du noch weitergehen, wenn ein anderer hier sitzt. Oder ich kann weitergegangen werden, wenn hier 2 andere sitzen. Aber es ist klar, irgendwo ist aus. Ja, gut, das, was nicht beschreibbar ist, kann man nicht beschreiben, sonst wäre es ja beschreibbar. Genau. So simpel ist es. Ja, und der Verstand würde es natürlich beschreiben, ganz klar, wenn er die Möglichkeit hätte. Ja. Ja, somit kann man gut sehen, dass wir nicht das Denken sind. Und wir sind ja auch nur dann zufrieden, wenn Denken nicht geschieht. Das kann also nicht, dass wir jetzt unzufrieden sind, wenn Denken geschieht, das nicht. Aber wenn gar kein Denken da ist, ist einfach Zufriedenheit da. Sagen wir es mal so, damit es auch verstanden wird. Und ansonsten ist natürlich so, in der Freiheit wird Denken gesehen und Fühlen auch, aber du beziehst es dann nicht auf dich und es kann einfach sein. Also ich habe mal mit jemandem gesprochen, auch über solche Themen, und der hat dem die Empfehlung gegeben, wenn keine Gedanken da sind, ja, das dann einfach so das, also nicht anstreben, weil das wäre ja schon wieder eine Anstrengung, dann würde die Kette wieder am Laufen werden, aber so das wäre so das Natürliche, ja. Und das schien mir schon recht plausibel, weil dann die Bewegungen weg sind und es schon ziemlich, also ich kann es wieder nicht, das kann man wieder nicht sagen, ja, aber das nähert sich dann dem natürlichen Zustand an. Und in der Tat ist das erholsam. Also ich empfinde das erholsam, wenn der Kopf. Also dieses System, was auch immer da etwas empfinden kann, ja, fühlt sich erholend, im Erholungsmodus, wenn keine Gedanken da sind. Oder? Das stimmt. Ja, also nur keine Gedanken man kann's nicht haben, machen. Kannst du nicht machen. Sonst wärst du derjenige, der denkt, genau. Könntest du. Dann könntest du entscheiden, jetzt denke ich mal nicht. Ja, man kann's nicht aber machen. Die tauchen auf. Also ist wichtig, immer diese Position einzunehmen, wenn möglich. Und dieser Gedanke auftaucht, der auch wieder nur ein Gedanke ist. Aber ein hilfreicher dann, sich dem zu öffnen, dass er einfach nur sieht, was geschieht. Mhm. Also, so wie anfangs gesagt, sich möglichst rauszuhalten, also immer wieder auf diese Ebene zu beziehen oder sich der zu öffnen in sich selbst. Mhm. Und das ist das geringste am Tun, was man tun kann, wenn man schon nicht viel tun kann oder will, dass man sich dem öffnet, was man ist. Und das in dieser absoluten Stille ist dann auch Denken und Fühlen, was auch immer, auch die Welt. Ja. Und vor allem man selber ja kein Problem. Genau. Denn welches Problem haben wir außer uns? Klar. Ich wüsste keins. Ja. Ja, ist so.
Somit ist es auch möglich, immer wieder mal sich dieser Ebene zu öffnen, die sich der Vorstellung bedient. Denn wir bedienen uns der Vorstellung, um zu denken, wer wir sind. Und ich mache es öfter so, dass ich dann einfach die Menschen sich vorstellen, dass, wie es ist, ohne Gedanken zu sein und ohne Gefühle und ohne den Körper und ohne Zeit und Raum oder ohne Ich. Und es ist erstaunlich, was dann passiert. Als Kontrast zum Denken ist das, was die scheinbare Erlösung ist, eben einfach zu sein und auch einfach zu sein. Wenn das gehört werden kann. Muss es denn? Nein, muss nicht, aber kann. Dann kann es sich entfalten. Scheinbar. Also ist, hör mal auf, komm, es reicht jetzt. Okay. Genug von deiner Natur. Nein, ich meine, mit Warten, das ist das Ende. Das ist. Ja, okay.
Okay, danke.